Leute, was geht und aber herzlich willkommen zur letzten. Ich hab was im Mund. Zur letzten Folge der Hamburger SV-Karriere auf meinem Zweikanal Broski. Ja, Freunde, über 40 Folgen haben wir das Ding hier durchgezogen. Es war eine legendäre Zeit. Heute geht sie zu Ende. Aus einem Projekt, was eigentlich nur so ein bisschen im Dezember stattfinden wollte, haben wir jetzt hier ein 3-Monats-Ding gemacht, Freunde. Ganz kranke Geschichte. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich hier, ja, dort bei der Serie supportet hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine lange Nummer wird. Deshalb da vielen, vielen Dank an euch. Würde mich freuen, wenn ihr hier nochmal auf die letzte Folge ein Like da lasst. Und ja, vielleicht können wir ja schauen. Vielleicht machen wir da ja eine Tradition raus. Jedes Jahr jetzt so im Dezember eine Karriereserie, die dann so 2-3 Monate geht. Keine Ahnung, wenn ihr das feiert, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt, denke ich mal, in FIFA 21 keine Karriere mehr auf dem Kanal machen. Weil, ich sag's euch ganz ehrlich, ich möchte die Dinger eigentlich ganz gerne im Sommer, wenn FIFA Ultimate Team bis down ist, lieber streamen, weil Karriere-Streams machen mir vor allem im Sommer dann auch immer extrem Spaß, weil, ja, wie gesagt, dann Ultimate Team eh nicht so am Start ist, deshalb weiß ich nicht, ich denke mal erst, wenn überhaupt, wenn ihr da Bock drauf habt, wieder im nächsten Dezember, also dauert noch ein bisschen. Ansonsten wird es jetzt hier auf dem Kanal endlich auch wieder so langsam mit Vlogs und ja, Real-Life-Videos losgehen, das war ja hier Karriere in den letzten Wochen sehr, sehr dominant, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch auf ein paar nice Sachen freuen. Ich habe ja hier ein bisschen Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Stuff auch ausprobiert, der kam sehr gut an, da bedanke ich mich auf jeden Fall und freue. Ich würde sagen, den Rest sehen wir dann in der nächsten Zeit. Wir gehen erstmal rein. Es ist der 33. Spieltag und wir müssen dem Nachfolger von Rüdiger Rammel natürlich auch noch hier einen schönen Abschluss bescheren. Das heißt, wir wollen natürlich den Hamburger SV in die Champions League führen und wir brauchen den Sieg am letzten Spieltag oder zumindest mal das Unentschieden gegen RB Leipzig. Dann kann uns eigentlich nichts passieren. Hoffenheim ist schon safe Meister, aber wir brauchen hier auf jeden Fall, naja, zumindest mal ein Pünktchen und dann geht's rein ins Champions League Finale gegen Atletico Madrid, Freunde. Die letzten beiden Spiele von Rüdiger Rammel beim Hamburger Sportverein, Freunde. Es geht eine legendäre Zeit zu Ende und Erik-Maxim Choupo-Moting mit einem 64er Gesamtrating möchte im letzten Spiel gegen Leipzig nochmal zocken. Der Mann beendet ja seine Karriere. Und ich würde sagen, dem Wunsch können wir ihm dann auch mal erfüllen. Hier, Choupo-Moting, da ist er. Sitzt auf jeden Fall auf der Bank. F in den Chat übrigens für Thomas, der hier 4 Jahre lang in der Karriere der Pokaltorwart werden sollte. Und das hat nie funktioniert. Sorry dafür, Bruder. Aber wir gehen jetzt erstmal rein in die letzte Spieltagskonferenz von Rüdiger Rammel in seinem schicken Anzug beim HSV. Im nächsten Spiel ein Zähler, dann sind sie in der UEFA Champions League. Sie sind super, oder? Wir kommen definitiv in die Champions League. Wir wollen dem Nachfolger vom Rüdiger Rammel hier auf jeden Fall ein gutes Spiel ebnen. Können sie heute mehr Tore machen? Sieg ist Sieg. Ist halt ehrlich so, Alter. Heute kommt es im Spiel gegen Leipzig zum Spitzenduell. Wird sich am Ende durchsetzen. Der HSV, wir werden siegen, Alter. Let's go. Teammoral sehr glücklich. Die Männer sind motiviert. Generalprobe für das Champions League Spiel gegen Atletico. Wir haben nach dem Spiel nochmal 2 Wochen Pause. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Leipzig, die haben uns aus dem Pokal geworfen. Ist eine starke Mannschaft. Wird ein schwieriges Ding. Wir gehen rein. Und da sind wir, Freunde. Das letzte Heimspiel von Rüdiger Rammel im Volksparkstadion. Es ist der 34. Spieltag. Der Hamburger Sportverein trifft gegen Red Bull Leipzig. Und beide Mannschaften sind natürlich motiviert, denn es geht hier um alles oder nichts. Es geht um die Champions League. Der Hamburger SV dort mit einer bisschen entspannteren Ausgangssituation als die Leipziger. Den Hamburgern reichen Unentschieden. Die Leipziger müssten hier im Idealfall, angeführt von Kapitän Niklas Süle, 3 Punkte mitnehmen, um sich die Champions League zu 100% zu sichern. Denn mit der TSG 1899 steht ja der Ligameister in dieser Saison schon fest. Wir starten aber erstmal mit der Startaufstellung von Hamburg. Ulreich im Tor, Viererkette mit Bradaric, Kabak, Bayer und Wanyoman. Kunja, Febers und Demirbay komplettieren die 3er Mittelfeldreihe und ganz vorne die 3 wilden Van Bergen, Adeyemi und Wamangi Tuka. Choupo-Moting auf der Bank. Er wird wahrscheinlich in seinem allerletzten Spiel für die Hamburger nochmal die Chance bekommen. Und dann schauen wir auf die Leipziger. Die kommen hier heute wieder mit einer Dreierkette, angeführt von Süle, Koch und Saliba. Davor ein 4er Mittelfeld und dann die 3 Stürmer, Williams, Lukaku und Mendes. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Aufstellung. Stellung, Forsberg, Wadi, Lazaro auf der Bank, also auch dort ist Qualität. Und dann gehen wir rein. Und da sehen wir die Hamburger aktuell 1 Punkt vor den Bayern. Das heißt, man ist aktuell auf dem 2. Tabellenplatz, eben hinter Hoffenheim. Ein Unentschieden würde Hamburg schon sehr viel bringen, damit wäre man in der Champions League. Aber man will natürlich im letzten Bundesligaspiel von Rüdiger Rammel hier im Idealfall nochmal 3 Punkte mitnehmen. Und da ist der Spieler Aleš Fevers, der bringt den Ball aufs Tor! Und dann tickt er an die Latte. Riesenchance für Hamburg.
Da ist nochmal Fevers, nochmal aus der Distanz und diesmal macht er ihn. Alice Fevers im letzten Spiel von Rüdiger Rammel in der Bundesliga. Macht er das Ding gerade noch vor 2 Minuten an die Latte. Jetzt schaltet er im Wickel ein. Alice Fevers mit seinem nächsten Saisontor. Was für ein überragendes Ding vom Spanier. Zieht er einmal zurück und Gulaschi kann gegen den Schuss aus knapp 20 Metern hier eigentlich gar nichts mehr anrichten. Der ist einfach zu platziert. Und hier sehen wir den Schuss von Fevers genau in den Winkel. 1:0 für Hamburg. Nochmal zurück zu Lukaku. Gute Idee. Bayer passt auf. Boah, dem hier Ball. Was für ein Ball auf Van Bergen. Kriegt er den? Van Bergen bringt ihn direkt in die Mitte. Und Koch passt auf. Gibt die Ecke für Hamburg durch Fevers. Und der bringt den auf den ersten Pfosten zu Kabak und da ist das 2:0. Ozan Kabak nach Vorlage von Fevers, der mit Tor und Assist jetzt 28 Minuten gespielt. Die Hamburger sind auf Champions League Kurs. Kunja läuft mit, Adeyemi steckt ihn durch. Matthäus Kunja geht vorbei, 3:0. RB Leipzig kriegt das nächste Gegentor und Matthäus Kunja, das müsste sein 20. Saisontreffer sein. Was für ein simpel gespielter Angriff. Adeyemi wartet kurz. Kunja läuft durch die Gasse. Und dann steht es 3:0. Weil Kunja einfach extremst abgezockt vor der Kiste ist. Let's go, man. Leipzig muss jetzt natürlich nach vorne spielen. Die brauchen hier zumindest mal einen Punkt, um irgendwie noch in die Champions League kommen zu können. Das ist Ikone. Bradaric rauscht da vorbei. Immer noch Leipzig. Der Ball wird geblockt. Nachschuss Jordan Bayer. Kein Elfmeter. Aber Hamburg kriegt das geklärt und hat die nächste Kontermöglichkeit mit Van Bergen. Der macht es unnötig trickreich, aber Adeyemi kriegt den Ball. Da ist Van Bergen, Adeyemi ist in der Mitte, Van Bergen. Nächster Eckball, Gulaschi ist dran. Freunde, wir gehen rein in Halbzeit 2. Die ersten 45 Minuten sind vorbei und Erik Maxim Choupo-Moting kommt nochmal rein für Adeyemi. Man darf gespannt sein. Choupo-Moting mit seinem allerletzten Spiel für die Hamburger in der Bundesliga. Da wird er seine Karriere beenden. Kriegt ihn nochmal die Einsatzzeit. Fevers nochmal mit einer Verwarnung. Und Lukaku, der hat was zu erzählen. Der Mann ist ein bisschen sauer. Der will Champions League spielen. Van Bergen. Kunja. Wow, und ganz viel Platz. Ganz viel Platz für Hamburg im Konter. Matthäus Kunja nimmt Van Bergen mit. Der spielt zurück zu Fevers. Und es ist nicht das 4:0. Es ist eine Abseitssituation. Und jetzt vielleicht wieder so einen Konter für Hamburg. Gut von Ulreich. Bradaric. Ganz viel Platz für Van Bergen. Und in der Mitte ist Choupo-Moting. In der Mitte ist Choupo-Moting. Aber Niklas Süle ist vor ihm dran. Oh, Choupo-Moting. Oh, ist der langsam. Aber er holt ihn. Choupo-Moting, die Legende. Lauf! Nein, Kunja, was machst du? Ey, Choupo-Moting mit 40 Pace. So ein Gott, ne? Scheiße, jetzt werden wir ausgekommen. Oh, guck mal, wie wenig Ausdauer der hat. Lol, Leipzig ist komplett tot. Ich gehe jetzt auch auf Teampressing. Ich ziehe den so die Hosen aus. Die sind so scheiße gerade. Ja, wow, so viel dazu. Ja, perfekt. Zieh dir richtig die Hosen aus. So, Anschlusstreffer bei den Leipzigern. Steht nur noch 3-1. Doppelwechsel. Die Flügel werden neu besetzt. Wamangituka, Van Bergen gehen raus. Für Jatta und Maric. Rüdiger Rammel will nochmal Offensive. Er will sich hier mit einem guten Spiel verabschieden. Jatta. Das war eine interessante Idee für Choupo-Moting. Oh, let's go, Jatta. Ah, oh, ganz viel Platz, Choupo-Moting! 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 In seinem letzten Bundesligaspiel! Erik Maxim Choupo-Moting! Mit dem 4:1 gegen RB Leipzig! Da ist er! Die Legende! Setzt nochmal einen rein! Aber was für ein trockener Abschluss! Wie haut der den in die kurze Ecke? Asozial stark. Ich hätte ihn mehr spielen lassen sollen, sage ich euch ganz ehrlich. Wie haut der den da unter die Latte? Rüdiger Rammel ist richtig zufrieden. Guckt ihn euch an. Guckt euch mal bitte an, wie müde die Spieler von Leipzig sind. Seht ihr das? Wie wenig Ausdauer die haben. Das ist so wild, weil die ganze Zeit der, also die, irgendwie seitdem die 1-0 hinten liegen, spielen die halt Dauerteam-Pressing, weil die halt unbedingt unentschieden spielen müssen für die Champions League. Und die sind komplett tot, ne? Es fühlt sich an, als würde ich hier gegen Halbprofi spielen, weil die bis auf so ein paar Phasen einfach so räudiger Müll sind. Guck euch das mal an, was ich für Platz zum Kontern habe. Guck euch das mal an.
Und dann hast du noch einen wie Febers, der so geile Bälle spielt. Jatta, Choupo-Moting in der Mitte. Mach ihn. Nein. Das wird der Doppelpack. Die haben ja gar keinen Punkt. Maric, gönn dir nochmal, Maric. Gönn dir nochmal, Maric. 5:1, 90. Minute. Das ist doch mal eine schöne Machtdemonstration hier am letzten Spieltag. Ivica Maric, unser Talent, darf auch nochmal. 5:1, Hamburg nochmal mit einem Statement, Freunde. Wir sind Tabellenzweiter, beenden die Saison als Vizemeister und haben Leipzig hier nochmal schön einen reingedrückt. Die sind aber auch einfach räudiger Crap in diesem Spiel, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. So, Freunde, 34 Spieltage sind vorbei. Der Hamburger Sportverein, da darf man mal aufstehen und applaudieren, Freunde, ist nach 34 Spieltagen Zweiter in der Fußball-Bundesliga. Rüdiger Rammel verabschiedet sich nach 4 Jahren Hamburger SV erneut in der Champions League, Freunde. Der Nachfolger kann da auf jeden Fall schön und mit guter Planung in die neue Saison gehen. Und Dortmund hat sogar, habt ihr das gesehen, am letzten Spieltag sein Derby verloren. Zu Hause 3:2 gegen Schalke. Wir gucken nochmal rein auf die Bundesliga-Abschlusstabelle, wie es da ausschaut. Und hier seht ihr es, 5 Punkte leider hinter der TSG 1899 Hoffenheim. 1 Punkt vor Bayern, 4 Punkte vor Leipzig, aber Leipzig trotz der Niederlage noch in der Champions League verblieben, da Dortmund halt wie gesagt verloren hat. Am Ende kann man sagen, gute Saison, wir sind leider nur die zweitbeste Offensive der Liga mit 68 Toren. Dortmund hat 2 mehr gemacht. Ah, Defensive würde ich sagen, war ein bisschen unser Problem. 34 Gegentore, ich meine, wir sind da auch die zweitbeste zusammen mit Bayern, aber ja, wenn du dir Hoffenheim anguckst, 27 Gegentore ist schon eine Ansage, ne? Die haben es auf jeden Fall sehr gut gemacht. In den Euroleague-Plätzen, also auf den Euroleague-Plätzen sind dann Dortmund und Frankfurt, Wolfsburg könnte über den Pokal dann eben noch das dritte Ticket lösen in der Quali. Leverkusen auf 8, Hertha auf 9, Stuttgart 10, Schalke 11. Stabil. Gladbach auf 12 und wer steigt ab? Nürnberg und Düsseldorf. Dann schon sehr abgeschlagen. Mit jeweils 13 und 15 Punkten. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Ja, im DFB-Pokal müssen Leverkusen gegen Leipzig ran. Da wird es halt interessant, ne? Wenn Leverkusen den holt, dann sind die in der Dings in der Euroleague, also in der Quali, weil die ja, glaube ich, Tabellen-9. Sind oder so, oder Tabellen-8. Wolfsburg ist 7. Ne? Wenn Leipzig den Pokal holt, dann rutscht Wolfsburg rein. Freunde, wir gehen jetzt in die letzte Trainingswoche von Rüdiger Rammel. Und dann geht es gegen Atletico Madrid im Champions League Finale, Freunde. Ich hoffe, wir können diese Karriere positiv zu einem Ende führen. Die Champions League Quali haben wir geschafft. Ich denke mal, damit kann man leben. Meisterschaft wäre natürlich schön gewesen, aber hat nicht ganz gereicht dieses Jahr. Aber ich denke mal, da ist uns keiner böse. Aber wenn du jetzt in einem Champions League Finale stehst, dann willst du es auch gewinnen. Sage ich euch ganz ehrlich, dann will man dieses Champions League Finale auch gewinnen. Wir gehen rein gegen Atletico Madrid. Und Erik-Maxim Choupo-Moting will doch mal eingewechselt werden. Oh, ich glaube, Adeyemi ist gerade noch auf 88 hochgegangen. Kann das sein? Ich glaube, der ist gerade noch hochgegangen. Wir schauen mal ganz kurz. Adeyemi, ich meine, er war vorher bei 87. Der ist einfach um 5 hoch, Alter. Ist das ekelhaft. Guckt euch das an, Mann. Was eine Karte. Uff, 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 uff. Es ist Zeit für das Spiel der Saison. Corona oder was? Geisterspiel? Hä? Lol. Ist hier ein Corona-Update oder was? Oder kommen die jetzt erst ins Stadion? Hä? Das Stadion ist doch voll. Atletico Madrid gegen den Hamburger Sportverein. Es ist das Champions League Finale im Jahr 2024 im Atatürk Olympiastadion. Und da sehen wir den legendären Henkelpott. Wir haben ein deutsch-spanisches Duell in dem Champions League Finale. Atletico Madrid auf dem Weg, den Stadtrivalen Real Madrid, die englische Mannschaft, die holländische Mannschaft Ajax Amsterdam rausgeworfen. Die Hamburger eben auch gegen eine deutsche Mannschaft, gegen Borussia Dortmund gewonnen. Und dann geht es jetzt rein. Die Hymne ist an. Champions League, Atletico Madrid gegen den Hamburger Sportverein. Was für ein Duell. Beide Mannschaften haben gute Chancen, sich heute zu den Königen von Europa krönen zu lassen. Atletico angeführt von Kapitän Jimenez. Und da sehen wir auf der linken Seite die Hamburger Mannschaft. Im letzten Pflichtspiel von Rüdiger Rammel für die Hamburger. Der wird ja nach der Saison sich dann für die Zukunft erstmal eine neue Station suchen. Vielleicht auch erstmal Pause machen. Aber er hat angekündigt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Und was wäre das für eine Geschichte, wenn er sich hier mit dem Henkelpott verabschieden könnte. Diego Simeone schickt folgende Mannschaft auf den Rasen. Sabitzer, Saul Neuhaus im Mittelfeld. Da 2 Eckspieler aus der Bundesliga. Suarez und João Felix
Vorne im Sturm Jimenez Manolas, die Innenverteidigung kennt man ja bereits. Und Torhüter Oblak im Kasten soll das Ding festhalten. Und dann schauen wir nochmal gemeinsam auf den Hamburger Sportverein. Was haben die für eine Reise hinter sich? Krisenkind der Bundesliga gewesen, abgestiegen, jahrelang um den Wiederaufstieg gekämpft. Und dann kam Rüdiger Ramelow und hat in kürzester Zeit daraus eine Champions-League-Mannschaft geformt. Van Bergen, Adeyemi, Vamangi, Tukas ist die übliche Formation der Hamburger in dem offensiv ausgerichteten 4-3-3 mit den drei Stürmern. Und dann geht's los, Atletico Madrid in der ersten Halbzeit von links nach rechts in diesem Champions-League-Finale. Kontermöglichkeit für Hamburg und das können sie so extrem gut. Kunja. Schöner Ball auf Amandi Tuka, aber der kommt nicht an Lodi vorbei. Lodi mit einer richtig starken Aktion hier. Amandi Tuka ist ja auch, weiß Gott, kein langsamer Spieler. Ah, Joao Felix, ganz, ganz stark hier gegen Fevers. Und jetzt Atletico auf dem Weg nach vorne. Das ist stark von Suarez, der bringt ihn nochmal auf Joao Felix. Und Ulreich zweimal im Nachpassen. Sven Ulreich, Riesentat. Boah, Bradaric, Wahnsinnspass. Auf Mitchell, Van Bergen, Van Bergen und dann ist es zu uneigennützig. Banjoman will den Ball flach in die Mitte bringen und jetzt Kontermöglichkeit für Atletico. Kabak, wow, unfreiwillig, wird er da wie zu so einem Pylonenhütchen, wird er als Bande benutzt. Bradaric stark gegen Jean Felix. Das ist Jordan Bayer, ganz starkes Einsteigen von ihm. Und ist wieder die Hamburger auf dem Weg nach vorne. Mit Van Bergen. Wer läuft da ein? Van Bergen. Macht's diesmal alleine. Van Bergen. Immer noch Van Bergen. Er braucht zu lange. Fevers. Es ist eine umkämpfte Partie. Viel wird ja auch auf dem Boden gespielt. Es wird viel gegrätscht. Es wird viel geackert. Das ist Simeone-Fußball auf beiden Seiten. Kontermöglichkeit vielleicht mal jetzt. Das ist nämlich ein richtig guter Ball auf Karim Adeyemi. Adeyemi auf dem Weg zum Tor und Jimenez wirft sich rein. Wie ein waschechter Kapitän, Riesenchance für Hamburg, Adeyemi. Boah, und das ist klasse von Jimenez. Temir Bay bringt die Ecke auf den 16er, auf den 11er-Punkt. Ja, ich kann nicht reden, perfekt. Temir Bay technisch ein bisschen unsauber, aber der Ball kommt zu Fevers. Und da ist jetzt mal Van Bergen. Van Bergen zurück zu Fevers. Fevers aus der Distanz! Da hat er schon gegen Leipzig ein richtig schönes Tor genau aus der Position gemacht. Diesmal geht er ganz knapp drüber. Streichelt hier noch fast die Latte. Ah, also die Hamburger haben den Kampf hier angenommen. Da geht's viel auf den Boden. Van Bergen. Fevers. Technisch richtig stark von Fevers. Adeyemi. Van Bergen im Abseits. Und dann geht's rein in die zweiten 45 Minuten. Es ist ein umkämpftes Duell. Beide Mannschaften ungefähr gleich auf. Hamburg hatte die zwingenderen Aktionen im Strafraum von Atletico Madrid. Aber es ist dann doch eine ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften wollen nicht zu viel Risiko gehen. Und beide Mannschaften haben hier Kampf und Leidenschaft komplett verinnerlicht. Es wird eine enge Angelegenheit. Das ist jetzt mal Adeyemi mit einer Einzelleistung. Adeyemi. Fevers. Super Ball. Auf Van Bergen. Van Bergen, Mitchell, Van Bergen, Adeyemi und da ist der Treffer, 57. Spielminute, Karim Adeyemi trifft im Champions League Finale für den Hamburger Sportverein und was für ein sauber gespielter Angriff über die linke Seite, Fevers auf Van Bergen, der hat viel Platz, der hat viel Zeit, stoppt einmal ab, hebt den Kopf hoch und in der Mitte lässt sich Adeyemi das nicht zweimal sagen. Wenn er so frei zum Abschluss kommt, Oblak ohne Chance, Schuss auf die kurze Ecke aus knapp 7 Metern und dann 1:0 für den Hamburger Sportverein. Und jetzt ist Atletico Madrid gefragt. Noch ist Zeit, noch sind es 30 Minuten, aber Atletico muss jetzt offensiv mehr ins Risiko gehen. Man darf gespannt sein, was da jetzt kommt. Suarez auf Neuhaus, Saúl, Suarez frei vom Tor vor dem Ulreich. Und das ist die ganz schnelle Antwort. Luis Suarez. Hä, und jetzt wird er ausgewechselt. Was für ein Suarez ist denn das? Er macht Tor im Champions League Finale, wird eine Minute später ausgewechselt. Perfekt, Simeone, bester Trainer. Boah, Joao Felix mit viel zu viel Platz. Joao Felix mit viel zu viel Platz. Jordan Bayer, ganz kurz vorm Tor. Sehr, sehr wichtig. Adeyemi sucht Fevers. Findet Fevers. Fevers. Aleix Fevers.
Und er macht es wieder technisch sehr schön. Fevers probiert es aus der Distanz, aber zentral auf Oblak. Demirbay, die Hamburger jetzt wieder mit mehr Spielanteilen. Adeyemi. Fevers. Fevers versucht es nochmal aus der Distanz. Alex Fevers, er hat es dreimal heute probiert. Und jetzt klappt es. Der 13, ich kann nicht reden, der Spanier mit der 13. Alex Fevers, was für eine Hütte. Und der Hamburger Sportverein führt 2:1 im Champions League-Finale. In der 79. Spielminute. Alex Fevers, was für ein Tor. Oblak ohne Chance. Und jetzt einfach nur 10 Minuten hinten das Tor sicher halten. Und es gibt nochmal den Doppelwechsel bei den Hamburgern. Fevers mit dem Tor. 11 Minuten noch. Ist sein drittes Tor im laufenden Wettbewerb. Van Bergen geht raus. Demirbay geht raus. Dafür kommen Feind und Erik-Maxim Tschobomutting. Der kriegt nochmal in seinem allerletzten Spiel für Hamburg 10 Minuten. Die Frage ist... Reicht das? Reicht dieses 2:1 gegen Atletico? Einmal sind sie schon zurückgekommen. Oh, wie kriegt er den? Ganz stark, Wanyoman. Ganz, ganz stark, Wanyoman. Und jetzt weg mit dem Ding. Weg mit dem Ding. Sehr stark gespielt. Komm, Adeyemi, das Ding ist durch. Komm. Choupo-Moting nochmal. Was macht der? Oh. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Weg! 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 Das muss es sein. Das muss es sein. Das muss es sein. Der Hamburger Sportverein ist Champions League-Sieger 2024. Der Hamburger SV holt mit Kapitän Fevers den Henkelpott. Und was für ein Kapitän. In der 79. Minute nimmt er selber Verantwortung und haut das Ding in den Winkel, Männer. Rüdiger Rammel hat es erneut gezeigt. Hol den Mann und du gewinnst den Henkelpott. Freunde, guckt euch das an. Die Legenden. Fevers, Jordan Bayer, Wamangi Tuka, Adeyemi, Choupo-Moting. Durfte sogar auch nochmal spielen, auch wenn der wirklich komplett lost ist. Und da sehen wir das, Freunde. UEFA Champions League. Und Alex Fevers darf das Ding hochhalten. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Jordan Bayer, der hat auch so eine starke Entwicklung zurückgelegt. Und jetzt hebt das Ding hoch, mein Freund. Hebt das Ding hoch. Da kommt er, der Capitano Alex Fevers. Und dann nimmt er das Ding und dann ist es jetzt offiziell. Der Hamburger Sportverein gewinnt die UEFA Champions League in der Saison 2023. Was für eine Geschichte, Freunde. Das hätte ich ehrlich nicht gedacht, dass das diese Saison funktioniert. Wir wären fast in der Gruppenphase rausgeflogen, aber Fevers darf das Ding hochheben und damit was für eine Karriere hier schon wieder mit Rüdiger Rammel, Freunde. Guckt ihn euch an, den Fevers. Guckt ihn euch an. Der Mann ist einfach eine Legende. Der ist einfach eine Legende, da kommen sie alle. Und wir haben einfach wirklich die ganze Karriere mit Ulreich durchgezogen. Wer hätte das gedacht, Freunde, dass wir mit Ulreich als Stammkeeper Champions League-Sieger werden? Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber Ulreich, der Mann hat sich gezeigt, hat auch wieder ein extrem starkes Champions League-Finale gespielt. Hey, die Mannschaft ist einfach krass, ne? Die Mannschaft ist einfach krass. Guckt es euch nochmal an, Freunde. Rahmt es euch ein, markiert mich in der Insta-Story, das Siegerfoto. Let's go, Mann! Der Hamburger SV Champions League-Sieger. Was für ein Bild, ey. Also übrigens, Props an EA Sports. Sieht halt wirklich verdammt geil aus, Alter. Da gehen absolute Props raus an EA Sports, Mann. Sehr, sehr geile Aufmachung hier von den Grafiken. Legende, Trophäe erhalten. Rüdiger Rammel ist eine Legende, Freunde. Und dann gehen wir sehr, sehr gerne nochmal in unsere letzte Pressekonferenz als Hamburger SV-Trainer. Rüdiger Rammel kommt hier reingeslidet. Ja, ganz entspannt. Der Mann hat Erfahrung. Der hat die Champions League schon gewonnen mit dem RCD Mallorca, mit dem FC Schalke 04. Ihr Kommentar zum Titelgewinn. Wir waren heute unaufhaltsam, Freunde. Wir waren heute unaufhaltsam. Ist einfach so. Rüdiger Rammel hat die Mannschaft einfach nach vorne gebracht. Sie haben das entscheidende Tor gemacht. Ich habe das entscheidende Tor nicht gemacht. Das war Fevers, aber wir sind quasi die gleiche Person. Wir waren das bessere Team. Ist halt einfach so. Ganz ehrlich, wir haben wirklich ein richtig gutes Team gemacht. Hier war es schwer, den Sturm von Atleti am Torschießen zu hindern. Wir haben unser Spiel gemacht. Wir haben die weggemacht, Alter. Und guck mal, da kommt da. Ich dachte, das war's schon. Aber dann haben sie mir doch
doch meine Chance gegeben. Boss, danke, dass ich die Gelegenheit hatte, Ihnen was zu zeigen. Ich stehe hinter dir. Erik Maxim Choupo-Moting, 19 Millionen kriegen wir in seinem letzten Spiel für den HSV. Ich würde sagen, ich simuliere jetzt noch ein bisschen und dann gucken wir uns mal so im Juni ungefähr nochmal genau dann im Detail unsere Mannschaft an. Oh, und guck mal, Weltmeisterschaft. Wir stellen 3 deutsche Spieler bei der Weltmeisterschaft, Europameisterschaft 2024, los. Febers fährt mit Spanien mit, Van Bergen bei der Niederlande, Kabak zur Türkei, Adeyemi, Wanyoman und Bayer in der deutschen Nationalmannschaft dabei, sehr, sehr geil. So, und da haben wir sie jetzt alle bei der Nationalmannschaft und wir können uns zum Abschluss nochmal den Kader anschauen, denn Wanyoman ist auch noch auf eine 89 hochgegangen, wild. Okay, ich würde sagen, wir gucken als erstes mal bei den Statistiken, wer bei uns so die Topscorer war. Hier sind die ganzen Leihspieler. Busch hat sich einfach auf eine 71 entwickelt. Kuiper auch auf 71, um 6 hoch, sehr, sehr stark. Franke auf 76, Alter, die Leihspieler waren richtig stark. Ja, 76, ultra stark, Junge. Ja, unser bester Scorer war, glaube ich, Kunja. Also zumindest in der Liga, da hat er 20 Tore, 4 Vorlagen. Adeyemi kommt in der Bundesliga auf 17 Scorer mit 9 Toren, 8 Vorlagen. Der war halt in der Champions League so unfassbar stark. 11 Tore, 7 Vorlagen in 13 Champions League Partien, das ist heftig. Bamangituka war okay, 12 Tore, 2 Vorlagen. Van Bergen in der Liga nur 9 Scorer, okay, das ist ein bisschen wack. Na, Febers hat wieder komplett rasiert, ne? 7 Hütten in der Bundesliga, 12 Vorlagen. Demir bei auch 4 Scorer. Wanyoman auch nicht verkehrt, der ist einfach um 6 hochgegangen. Like, what the fuck, man? Varic, 2 Hütten in der Champions League. Lovric, 8-mal in der Bundesliga gespielt, 3 Tore. Da kann man nichts sagen. Kabak auch für uns, 2 Hütten gemacht in 12 Spielen. Sehr, sehr stark. Jordan war ja auch um 4 hochgegangen. Na, also, es ist schon eklig. Guckt euch den an. Choupo-Moting um 4 ist ja runtergegangen dieses Jahr. Jerome Boateng auch um 1 runter. Und Ulreich mit, wie alt ist der? Mit 35 hält sich immer noch auf der 80er Gesamtrating. So, jetzt bin ich auf die Entwicklung gespannt. Febers um 3 hoch auf 90. Ey, das ist zu krank. 84 Physis, 71 Verteidigung, 86 Dribbeln, 90 Passen, 75 Schießen, 85 Tempo. Wanyoman auch so böse. 98 Tempo, der ist gerade auf 89 hochgegangen. 97 Sprintgeschwindigkeit, 99 Antritt. Alles klar, Bruder. Jordan Bayer, der ist auch auf 89. Ich glaube, der hat auch so unfassbar viel Pace, ne? 98 Sprintgeschwindigkeit. Moin Meister, komplett krank. Kunja gerade auch auf 88 hochgegangen. Auch ultra stark, ne? Also, das ist wirklich geistkrank. 93 Dribbling. Wen haben wir noch? Adeyemi auf 88 hochgegangen. Wamangituka auf 87. Kabak auf 85. Van Bergen um 4 hochgegangen die Saison. Alles schon ultra strong. Ich meine, selbst Demirbay ist um 2 hochgegangen auf 83. Ich glaube, großartig verschlechtert haben sich eigentlich die wenigsten. Ich meine, selbst Björn Wolf ist jetzt eine Goldkarte. Der ist seit Tag 1 dabei. Lovric auf 74. Ja, Bender und Thomas, unsere guten Pokalkeeper. Gucken wir mal rein. Also, F in den Chat würde ich sagen, an der Stelle für Choupo-Moting. Der ist von 68 auf 64 runter. Das ist ein bisschen traurig. Ich würde sagen, dann gucken wir als letztes jetzt nochmal bei den Finanzen. Welcher Spieler von uns ist am meisten wert? Wanyoman 152 Millionen, Adeyemi 135 Millionen, Febers 119, Bayer 104, Kunja 101. Wir haben einfach insgesamt 5 Spieler, die einen Marktwert von über 100 Millionen haben. What the fuck, man, das ist krank. So, Bundesliga-Abschlusstabelle kennt ihr ja. Ich würde aber ganz gerne auch mal gucken, wie es im DFB-Pokal ausgegangen ist. Da hat sich tatsächlich Leverkusen den Pokal gesichert. Krass, die haben 3-2 gegen Leipzig gewonnen. Wie sieht es in der Europa League aus? Da war wahrscheinlich Bayern wieder gut unterwegs. Oh, PSG? PSG hat die Euro League gewonnen. Bayern ist im Halbfinale gegen PSG raus, wild. Oh, und leider ist Kunja nicht Torschützenkönig geworden. Martial 23 Hütten, Kunja 20, weil Mangituka ist auch gut mit drin mit 12 Toren. Meisten Vorlagen natürlich wieder Febers, man kennt ihn, 12 Stück. Febers aber auch 6 gelbe Karten, sehr stark. Es gab keinen Spieler, der 2 rote gekriegt hat. Hamza Mendil ist mit drin mit einer roten, ganz starkes Ding. Ja, Freunde, kann man nichts sagen. War ein sehr erfolgreiches Ding hier in der Karriere. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Mann. Mir hat das Karriereprojekt extrem viel Spaß gemacht hier auf dem Zweitkanal. Ich denke mal, ich habe es aber auch gemerkt. Es hat mir echt immer Bock gemacht, die Sachen hier aufzunehmen. Auch wenn es manchmal ein bisschen kritisch und ein bisschen stressig war. Vor allem während der Totti-Zeit, vor allem jetzt während der United-Zeit. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt auch mit dem Format erstmal aufzuhören, beziehungsweise das Format zu beenden. Wir hatten jetzt hier 3 Monate auf jeden Fall richtige Eskalation. Es war sehr, sehr geil, Freunde. Und es wird auch hier auf dem Zweitkanal wieder andere Formate geben, auf die ihr euch freuen könnt.
Ich hoffe, ihr supportet mich da. Ich hoffe, ihr lasst hier nochmal zum Abschluss ein Like da. Dankeschön an jeden Einzelnen. Es war wirklich ein absolutes Oldschool-Feeling hier. Ich habe ja meine ersten FIFA-Videos eben auch genau so gemacht. Ganz klassische Karriere-Videos. Ich für meinen Teil habe es einfach extremst gefühlt. Danke an die, die die Serie mit mir zusammen bis zum Ende durchgezogen haben. Ich habe mega viel Spaß gehabt und ja, viel mehr möchte ich jetzt hier gar nicht sagen, außer danke für den Support. Wir sehen uns, wenn ihr das Video seht, Mittwoch, ja, morgen zu einem Stream auf meinem Main-Kanal. Donnerstagabend streame ich die Rewards und baue ein neues Team. First Owner Pelé, man kennt ihn. Und dann freut euch auf dem Zweitkanal hier am Wochenende auf einen extrem geilen Vlog, Freunde. Könnt ihr sehr gerne abchecken, kommt wahrscheinlich Sonntag oder Samstag online. Ich wünsche euch was, bis dahin, macht's gut, haut da rein, ciao, ciao.